Oh yeah! Mario Time! Woohoo! Und damit willkommen zurück zu Super Mario 3D World! Woohoo! So, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben und es geht ins Gruselhaus. Und die Aufgabe erfüllt niemand anderes als Toad! Unser Angsthase Toad. Komm mal, das ist ein Buhu. Ich sehe dich. Pfui. Ich guck dich doch an, du blöder Geist. Na toll, den kann man damit nicht besiegen. Hätte sein können. So. Irgendwas ist hier. Ich könnte schwören, dass hier irgendwas ist, aber ich sehe es leider nicht. Oh, es hat gerade einmal geleuchtet. So, also hier wird es hundertprozentig Versteck gegeben. Na, haben wir da was in dem Bild? Na komm. Hui. Wir bewegen uns einmal im Kreis. Okay, das ist Stern Nummer 1. Bleibt mir... Oh, was? Oh. Ah. Cool. So war es jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich wollte einfach nur mal mich aufs Sofa setzen und da einen doofen Spruch bringen, aber... Gut, dann... habe ich halt was gefunden. Ich weiß jedenfalls, wo der Stempel ist, den ich früher nie gefunden habe. Wow, komm her. Wow. Hilfe. Yiddy. Oh, diese Geister gehen mir auf den Geist. Haben wir da noch was? Nee. Kann hier noch was passieren? Nur so in der Form. Okay. Ah. Ich habe hier halt ungern, muss ich jetzt sagen, ich hätte hier lieber Katzenanzug, aber... Jo. Hier gibt es halt dann mal... Na komm her, King Boo. Okay, du bist ja nicht wirklich King Boo, aber... Du siehst halt groß aus. Wo ist Luigi? Will ich da jetzt rein oder nicht? Hahaha, blöde Geister. Da kriegen wir Zeit. Jetzt ernsthaft? Darf. Moment, ein Spiegel. Ich bin gerade am Überlegen, ob es irgendwas mit dem Spiegel auf sich hat, aber ich glaube fast nicht. Nein. Okay. Oh nein. Nein! Ich war jetzt in New Super Mario Bros. U. Ich wollte diese Drehattacke machen. Ich bin doch ein Idiot. Oh Mann. Bitte erzählt das später nicht meinen Kindern. Solange er das nicht guckt, ist alles in Ordnung. So. Mehr ist hier nicht? Jetzt ernsthaft, deswegen... Oh mein Gott, deswegen bin ich gestorben. Jawoll, das schafft nur der Toadplay. Toll. Von den Geistern wird mir hier nur verarscht.
Ich muss hier jetzt mal ein bisschen rumtasten. Okay, hier scheint wirklich nichts zu sein. Gehen wir mal weiter. Okay, 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 okay. Da kommt ein Geist raus. Mag ich gar nicht. Oh, war ja. Haha. Ey, hallo? Hier ist nichts, aber hier muss was sein. Halt, warte mal. Sofa hat doch vorhin geflogen, ne? Ah. Okay, aber das erklärt immer durch den Stern. Aber... Ah. Schon wieder wollten sie einen verarschen. Kann man hier... Warte mal. Kann man? Guck mal die Geister an, wie die da unten rumschweben um mich. Hihihi. Und die da sind ganz ruhig, aber die da unten finde ich cool. So. Und tschüss, liebe Geister. Ich habe alles. Oh nein! Oh. Oh, 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 oh. Ha, ha, ha. War das jetzt ein One-Up? Ja! Das war Gold. Und das erstmal ohne Katzenanzug. War klar, dass wir einen Buhu als Stempel bekommen. Drei Sterne. Eine Röhre. Wo gehen wir jetzt als allererstes hin? Das ist immer so die Frage, weil man mehrere Wege hat. Aber wir wollen, glaube ich, erstmal jetzt Level erleben. Captain Toad kann man sich auch separat bei mir angucken. So, Punkt. Und hier haben wir Akrobatik am Gitterzaun. Nicht Peach. Das war doch jetzt echt nicht fair, oder? Ich brauche dringend Katze. Oh Mann, ich hasse doch Peach. Oh nee. Ich kann mit... Oh, das ist ein Pixel-Luigi. So. Ich komme da doch nicht ran, Leute. So. Oh, nee, ne? Ich hasse es, mit Peach umzugehen. Ich hasse Peach. Ich hasse sie. Oh, Katze. Okay, mit der Katze könnte es jetzt schon ein bisschen einfacher sein. Weil da kann Peach jedenfalls... Da hat er mich ja echt gerade noch erwischt. Alter. So, jetzt nochmal ordentlich. So. Alter, wie ich das geschafft habe, keine Ahnung. Aha. Ja, super. Wie? Wie?
Ich hasse Peach. Und ich darf nicht wechseln. Nein. Nee, nee. Nicht nochmal mit dem guten... Boah, Alter. Der erwischt mich ja wirklich noch kurzfristig. Ich frage mich, durch welchen Motor die angetrieben werden. So. Boah. Boah. Okay. So. Ich hab's geschafft. Komm rüber. Ja! I did it! Halbzeit! Okay. Okay, das habe ich jetzt auch. Hier hoch. Okay, ja! Mann! Ich hab's geschafft! Hahaha! Da 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 da. Da ist man natürlich dann gut gelaunt. Ach komm, lauf mal hoch. Machen wir uns keinen Hehl drum. Ich habe mich jetzt echt in diesem Level sowas von gequält. Das muss ich euch nicht antun. Ich brauche jetzt erstmal was zum Entspannen. Und ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine mit Entspannen. Und dann gibt es hier einen Katzen-Luigi. So, zum Entspannen meine ich nämlich. Na, wo kommen wir wohl raus? Nämlich bei Captain Toad Treasures. Captain Toad und der geheimnisvolle See. Da habe ich schon wieder voll Bock, Captain Toad zu spielen. Obwohl ich das ja schon gespielt habe, aber egal. So, jetzt warten ganz kurz. Und durch. Kurz warten. Und dann muss ich hier rüber. Ich muss gucken, wie ich hier am besten langkomme. So, hier müsste das sein. Pilz brauche ich aktuell nicht, aber ich brauche da den Stern von der Seite. Nein, da war jetzt nichts weiter. Und jetzt in der Mitte hoch. Da komme ich so noch nicht runter. Wie komme ich da denn jetzt ran? Ist jetzt echt lange her, dass ich hier diese Variante gespielt habe, aber... Ah, ich glaube, hier komme ich so ran. Oder auch nicht. Ah, hier komme ich dahin. So, der fährt da unten lang, ne? Der fährt nicht durch den da lang, ne? Gut. So, Captain Toad, dann gehen wir da hoch. So. Ha.
Okay, das haben wir jetzt auch. Jetzt kann ich hier lang. Okay, ich hab's. Haha. Keine Chance gegen mich. Und hier ist der letzte Stern. Und mit dem letzten Stern möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken und sage, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, nämlich am kommenden an diesem Mittwoch. Ja, schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Super Mario 3D World und Captain Toad. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.